Heute bin ich am Pakarang Cape und habe vor, über den Coconut Beach Boat Yard Richtung White Sand Beach zu laufen, ein bisschen zu joggen. Aber mir geht es eigentlich auch darum, euch zu zeigen. Heute ist der 14.06. und ja, letzte Nacht hat es geregnet. Morgens war es auch noch ein bisschen regnerisch, aber im Moment ist es super. Also ich habe ja versprochen, dass ich weiterhin auch in der Low Season weiter Filme mache und zeige euch mal, wie denn dann die Low Season aussieht. Also Regen habt ihr ja auch schon gesehen und von daher, das werde ich halt einfach weitermachen. Und ja, ich hoffe, ihr genießt den Video mit mir, weil das Wetter ist super. Bin ein bisschen früher dran wie sonst, also ist relativ warm. Hier oben werden diese Longtail-Boote dann repariert, deswegen hier steht im Moment gerade sehr viel. Wundert mich ein bisschen, dass das Speedboot hier liegt. Mal gucken, ob ich hier überhaupt so gut laufen kann. Ich bin hier noch nie durchgelaufen zum Coconut Beach. Relativ viel Steiner wahrscheinlich. Also von daher schauen wir mal, wie es wird. Oh, das geht aber auch wirklich nur bei Ebbe hier durch. Ich glaube, die Fischer treffen sich hier. Warten jetzt wahrscheinlich Flut oder was? Keine Ahnung. Mache so lange hier ein Picknick. Okay, dann laufe ich jetzt mal los. Fertig ab! Also hier hast du, normalerweise ist da kein Strand. Bei Flut hast du hier nichts mehr. Das ist jetzt umso weit, aber dass man da vorkommt, sollte dann der Strand wieder da sein. Hier ist halt einfach bei Flut, ist das alles zu. Läuft dann hier irgendwo oben raus. Aber das ist ja so, wie es eigentlich natürlich aussehen sollte. So, hier liegen jetzt dann so Gesteinsplatten oder was auch immer. Ich muss immer ein bisschen langsamer machen. Die sind relativ scharfkantig und liegen auch nicht fest. Also das bewegt sich ein bisschen. Geht auch noch eine ganze Ecke so. Aber so, wenn man so läuft, kann man sich sonst schon seinen Weg suchen. Da kommt man ganz gut durch. Schau. Wirklich schöner Spaziergang. Wenn man im Moment, klar, hier Coconut, ist vielleicht auch so ein Tipp, durch die Pakarang-Landzunge. Die Küste verläuft ja prinzipiell so und hier ist schon schwer nach hinten zurückverlagert, ist es auch in der Regenzeit. Das heißt, wenn woanders kein Schwimmen mehr möglich ist, schon noch am ehesten hier beim Coconut Beach. Boatyard. Mache ich euch natürlich wie gewohnt dann auch wieder einen Link in die Videobeschreibung. Wer Kaolack nicht kennt, der kann sich das dann gerne anschauen. Und wer Kaolack kennt, kennt sowieso diesen Strand. Also hier jetzt natürlich nicht. Erst da vorne dann. Hier ein schöner Krebs. Ja, und ab hier werden es dann auch viele wieder kennen. Ich sehe gerade, hier sind auch Surfer im Wasser. Aber ich bin überrascht, wie viele Leute hier sind. Finde ich cool. Wusste gar nicht, dass hier auch dann eine Surfschule ist. Weil so wie es aussieht, ist das definitiv eine Surfschule. Und die machen natürlich auch schöne Fotos hier. Echt viele Leute. Leute, gab. Haben wir leider nicht. Marlene Server? Thailoba. Wie Machaknaya heißt er? Banyutinia. Polisat Sunovo. Alena? Ja. Die was? Die Memory Bisbar. Ah, ja, 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 ja. Kap, kap. So, Kaolack have only people coming. In low season as well. Yeah. There is some things to do. Actually, like before, like there is like no Thai people or no tourists when it's low season. So we make it like more people when it comes when it's low season. Yeah.
yeah. Perfect. Yeah. It's also what I showed, the weather is perfect, the weather is good. It is, yeah. I mean, nice sunset here. It's not too hot. Yeah, it is. It's beautiful. It's okay, for me it's the perfect weather to run, to do. Yeah. Huh? Okay, yeah? Yeah. Nice to meet you, see you later. Bye. Also cool, wir kommen von Memories her, die machen auch ein bisschen Werbung für sich, aber auch natürlich für Kaolack. Hier ist Coconut Beach. Hallo! Hier ist Coconut Beach und Boatyard. Und hier geht es dann weiter. Es sind verschiedene Strandbars. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Muss ich echt passen. Coconut Bar. Und dann gibt es hier noch irgendwie Nangsip Song. Also finde ich auch. Jetzt geht es dann auch weiter. Hier ist schon eine Strandbar normalerweise nach der anderen. Aber es sind schön nach hinten rein und durch die Bäume, auch wenn es Flut hat. Nach High Season kann man sich, hat man seinen eigenen Bereich hier. Finde ich eigentlich echt super. Und hier ist nie überlaufen. Mein Coconut Beach natürlich. Da ist schon einiges mehr. Da kann man dann auch liegen mieten, aber mein Ding war das nie. Also wenn man hier seitlich ein bisschen läuft, sieht man hier oben, liegt auch eine, steht auch eine Liege drin. Also da hat man dann schon seinen privaten Bereich. Hier ist auch eine kleine Bar. Also wirklich, ich glaube, das ist das Nangsip Song. Aber das können wir ja geschwind mal machen. Dann habt ihr einen Eindruck, wie das aussieht oder ja. Und im Prinzip, klar ist jetzt niemand da. Ja, aber es wirkt trotzdem gepflegt irgendwie. Das sind so Hütten. Hier ist schon das Restaurant. Und schöne Holzmöbel. Und hier vorne hast du dann Platz, wo man sitzen kann. Natürlich kann man dann auch hier runter. Das hat schon echt einen Wert, finde ich. Ist wunderschön. Sind wir dann am Kantari Beach Resort. Ist, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Sterne, aber ist eine schöne Anlage. Ich meine, wenn man von vorne reinkommt, hat sie jetzt nicht den größten Charme. Aber hier am Strand, auch die Apartments, die man da mieten kann, sind auch okay. Also muss ja immer Preis-Leistung sehen. Und da war die echt gut, oder ist die echt gut. Kantari hat, glaube ich, auch geöffnet. Zumindest mal haben sie ein Schild vorne stehen an der Einfahrt. Open. Ja, und was mich halt auch immer wieder begeistert. Statt jetzt nur Palmen, sind natürlich solche Bäume am Strand. Das ist, was ich wirklich liebe. Hier findet auch jeder zu jeder Tageszeit einen Schattenplatz. Also, und man guckt mal, wie groß der Dinger ist, wie verzweigt. Also, wunderschön. Ja, ist jetzt weniger schön mit den Sandsäcken, aber die werden die halt nicht umsonst dahin schmeißen. Sieht man ja, hier vorne gräbt es auch schon wieder ziemlich viel ab, oder? Ich muss ja doch durchs Flüsschen. Ja, gräbt es halt hier vorne ordentlich weg. Oder ist das jetzt? Ah, das war Sarocin schon. Sind wir dran vorbei? Das ist White Sand Beach. Muss ich beim Zurücklaufen nochmal schauen, wo da die Grenze ist zwischen Kantari und Sarocin. Sarocin ist etwas teurer. 5 plus, wie viele Sterne, weiß ich gar nicht. Also, das ist, glaube ich, einer der. Hier, Sarocin ist einer der teureren Resorts hier in Kaolack. Ich meine, was ein Strand. Boah, schon. Ja, und das ist tatsächlich White Sand Beach. Ich meine, weniger schön, aber es hat sicherlich seinen Grund, weil geht halt dann doch viel verloren dran. Und dann nebenan ist dann schon Smile Beach, nennt sich das. Geht auch eins ins andere über.
da war ich auch schon. Vorne geht es jetzt dann zum Similana. Da sind wir ja schon gelaufen. Da vorne, die Kappe, da muss ich wieder hin. Das geht eigentlich. Ist halb so wild. Hier kann man es gut sehen. Hier habe ich mich vorhin getäuscht. Rechte Seite gehört noch zum Cantari. Und hier links ist dann das Sarocin. Okay. Geht ja auch fast Fliesen ineinander über. Keine großen Mauern oder irgendwas, sondern tatsächlich nur eine Hecke dazwischen. Und hier am Strand ist komplett fließend. Eine echt winzige Welle heute. So, hier ist dieses Boatyard, von was ich vorhin gesprochen habe. Hier kann man eigentlich ganz gut essen. Also Coconut Beach. Haben jetzt natürlich alles zugehängt. Boatyard. Da wurden früher die Longtail Boats da hinten drin gefertigt. Ob sie das heute noch mal, glaube ich nicht. Ja, und dann hat es hier die Hütten, in denen kann man essen. Also von daher, das habe ich ja gesagt, da werde ich euch, so wie ich das auch immer finde kann, Links reinstecken in die Videobeschreibung. Aber allerdings von dem Cantari, Sarocin oder was auch immer, die großen, da werde ich nichts machen. Die könnt ihr selber finden. Da gibt es keinen Kaolack, Sarocin, und dann bist du schon am, sicherlich schon auf der Webseite. Mir geht es eigentlich eh sowieso in meine Filme drum, die kleineren Dinge zu zeigen. Wobei das hier jetzt wirklich sehr bekannt ist. Aber die Beach, die Restaurants, Bars an der Seite dieser Coconut Beach Restaurant, Boatyard Restaurant, wie auch immer das ist jetzt heißt, so oder so. Ja, da geht mir es darum, die ein bisschen bekannter zu machen und zu zeigen, wie schön das eigentlich hier ist. Und das hoffe ich, das kann ich rüberbringen in den Filmen. Und die finde ich dann natürlich nicht so einfach, weil muss man erstmal wissen, dass es das gibt. Also von daher, schaut da in die Videobeschreibung. Die unbekannteren Dinge, die kleinen, sind so die meinen. Das heißt, die mache ich da rein. Und die Hotels oder so, ja gut, auch interessant, da laufe ich vorbei. Natürlich zeige ich euch die, aber die könnt ihr ja selber finden. Das ist gar kein Thema. Und ich hoffe, ihr könnt dann auch ein bisschen was mitnehmen für euren Urlaub, wenn er denn dann mal wieder kommt. Und da war eine Anregung, oder da war eine Anregung. Ich meine, YouTube kann man ja dann immer noch mal schauen. Wenn da meine Videos, am besten, wenn er dann meinen Kanal abonniert und vielleicht sogar die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich einen neuen Film hochlade. Aber auch wenn ihr es abonniert habt, vergesst dann natürlich nicht für den nächsten Urlaub. Da kann man noch mal nachschauen. Da gibt es vielleicht was, das für euch interessant wäre oder euch Spaß macht. Also von daher, abonnieren und Glocke aktivieren. Sowieso, denke ich. Support ist kein Mord. Kostet euch nichts.